Bei den Grünen fallen die letzten Masken. Sie wollen jetzt offiziell mit einer behördlichen Taskforce gegen mich und noch weitere YouTuber vorgehen. Herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist hier wirklich wahr geworden. Es war zuletzt erst in Sachsen-Anhalt eine Forderung von der grünen Parteispitze. Jetzt hat der Bundesvorstand der Grünen einen umfassenden Beschluss gefasst zur Bekämpfung der AfD und alternativer Medien. Dazu zähle ich mich ja inzwischen. Wegen meiner Aufrufzahlen ist es ja nicht nur so, dass ich für ein paar hundert Leute hier meine Videos mache. Es schauen ja doch eine ganze Menge zu. Dafür vielen Dank. Und jetzt wollen Sie hier mit einer Taskforce behördlich unterstützt Material sammeln, um gegen die AfD vorzugehen. Es reicht also quasi nicht, dass unser Inlandsgeheimdienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz, schon mit nachrichtendienstlichen Mitteln gegen die AfD vorgeht und quasi alles sammeln darf, was sie findet und was sie eben weiter zugänglich machen kann mit Abhörmaßnahmen, mit Entschlüsselungssoftwaren vermutlich, die hier die nachrichtendienstlichen Mittel sein sollen, die sie hier einsetzen. Jetzt wollen hier die Grünen mit einer behördlichen Taskforce angesiedelt im Bundesinnenministerium vorgehen gegen alternative Medien. Sie wollen hier eine Datensammlung aller Länder schaffen und zwar vom zivilgesellschaftlichen Teil. Es reicht Ihnen also quasi gar nicht, dass der Geheimdienst und unsere Behörden schon alles sammeln und ermitteln gegen die AfD. Die Zivilgesellschaft, man will sie hier hervorheben, man will jetzt quasi die Brandmauer in der Bevölkerung hochziehen, damit jetzt jeder hier zum Denunzianten wird und zum Blockwart und irgendein Facebook-Post eines Kollegen oder eines Nachbarn dann irgendwo für eine Datensammlung melden will. Es gibt hier, sagen die Grünen selbst, klare verfassungsrechtliche Bedenken. Und da muss ich mal sagen, ich habe heute ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes mitgebracht. Wenn man das neben dem Beschluss der grünen Parteispitze legt, dann sieht man hier klare verfassungsfeindliche Tendenzen. Und ob das am Ende verfassungsfeindlich ist, das kann nicht ich beurteilen. Das müsste ein Jurist oder ein Richter am besten in einem Verfahren beurteilen. Aber da gibt es ja die eigenen Probleme, die wir haben. Die Taskforce gegen die AfD, sie soll dann quasi unterhalb der Frau Faeser angesiedelt sein, unserer Bundesinnenministerin. Hier steht, von großer Gefahr für die Demokratie sei zudem die Desinformation. Dieser müsse man dringend den Stecker ziehen. Also mir, wer fällt mir noch ein? Olli investiert, Aktien mit Kopf, also Kolja Barkhorn, Vermietertagebuch, Alexander Raue und noch viele, viele weitere. Rechtsextreme und vor allem die AfD würden Desinformation gezielt verbreiten, heißt es bei den Grünen. Dem Innenministerium wollen die Grünen deswegen weitere Durchgriffsmöglichkeiten an die Hand geben. Es soll eine Früherkennungseinheit zur Erkennung von Desinformation aufgebaut werden. Na, welch ein Zufall, dass Frau von der Leyen auf EU-Ebene das Democracy Shield vor einer Woche beschrieben hat. Das soll das Einzelne, also das Gegenstück der EU dazu sein. Zu Frau von der Leyen komme ich die Woche in einem eigenen Video. Ich habe jetzt hier ein Urteil dabei. Ich berufe mich nämlich immer auf Artikel 5, auf die Meinungsfreiheit. Und die Meinungsfreiheit ist eines der höchsten Grundrechte, die wir in diesem Lande haben. Man mag die Grundrechte gar nicht gegeneinander abwägen, aber es ist eines der allerhöchsten. Das kann man so festhalten. Jetzt gibt es hier Urteile des Bundesverfassungsgerichtes, diverse. Also in der Vergangenheit, schon von 1969 angefangen hier, gibt es das Grundrecht der Informationsfreiheit sowie das Grundrecht der freien Meinungsäußerung. Auf die freie Meinungsäußerung, auf die berufe ich mich hier. Sie sind eine der wichtigsten Voraussetzungen der freiheitlichen Demokratie, sagt das Bundesverfassungsgericht. Ich blende euch die Quelle ein. Erst mit seiner Hilfe, also mit der Hilfe der freien Meinungsäußerung, wird der Bürger, also du und ich, in den Stand gesetzt, sich selbst die notwendigen Voraussetzungen zur Ausübung seiner persönlichen und politischen Aufgaben zu verschaffen, um im demokratischen Sinne verantwortlich zu handeln. Also du und ich, wir sind darauf angewiesen, dass du deine Meinung frei äußern darfst, in den Kommentaren unter diesem Video zum Beispiel, und ich sie äußern darf in diesem Video und du schaust mir dabei zu. Mit zunehmender Informiertheit, sagt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe weiter, erkennt der Bürger Wechselwirkungen in der Politik und ihre Bedeutung für seine Existenz und kann daraus Folgerungen ziehen, seine Freiheit zur Mitverantwortung und zur Kritik wächst. Ja, meine lieben Grünen, das ist harter Tobak, wenn man das liest, was ihr hier vorhabt. Und zwar, der Bürger ist es, der hier entscheidet in seiner Existenz und die Folgerungen zieht. Und ihr seid es diejenigen, die das Desinformation nennen oder rechtsradikal oder rechtsextremistisch. Und da muss man mal sagen,
Es gibt ganz klare Dinge, die sind strafrechtlich relevant in diesem Land und die sind auch verboten, beziehungsweise dafür wird man bestraft. Jetzt ist es vielleicht nicht das Wort, was hier auch Kathi Hummels benutzt hat, wofür Björn Höcke verurteilt wurde. Ich rede hier von anderen Dingen. Wenn man jemanden hängen möchte oder wenn man hier wirklich zum Tod von Leuten aufruft, das gehört sich nicht, sondern man kann seine Kritik fundiert äußern. Allerdings hat Karlsruhe hier noch nicht Halt gemacht. Sie gehen hier noch weiter und zwar sprechen Sie dir und mir hier wirklich viel Kompetenz zu, ja? Unsere Fähigkeit zur Kritik, die wächst. Jetzt heißt es hier weiter: Nicht zuletzt können die Informationen den Einzelnen befähigen, die Meinungen anderer kennenzulernen, sie gegeneinander abzuwägen, damit Vorurteile zu beseitigen und Verständnis für Andersdenkende zu wecken. Das ist das, was ich immer sage. Nur weil euch ein Video von mir nicht gefällt, müsst ihr nicht gleich deabonnieren. Es geht vor allem darum, das Verständnis füreinander zu haben, es kennenzulernen. Ich schaue mir ja auch die Interviews von Ricarda Lang an, auch wenn es mir danach nicht besonders gut geht. Ich muss das ja trotzdem hören und verstehen, was sie da aussagen und was sie meinen damit. Jetzt gibt es hier allerdings noch einen Wink aus Karlsruhe, der ist so heftig, dass die Grünen sich wirklich mal besinnen sollten, ob sie hier so offen verfassungsfeindliche Tendenzen haben wollen, wie es in der dunklen Zeit, die unser Land mal hatte, wirklich gewesen ist. Es heißt hier weiter in diesem Urteil: Die besondere Bedeutung, die der Informationsfreiheit auch im internationalen Bereich zugemessen wird, zeigt sich in den zwischenstaatlichen Bestrebungen seit 1945, diese Freiheit als eigenständiges Recht zu sichern. Ihr wisst ganz genau, was damit gemeint ist. Es ist hier inzwischen gang und gäbe geworden, dass man andersdenkende Meinungen hier verbieten möchte, dass es Fake News sind, Desinformation oder Hass und Hetze. Und eigentlich wissen wir in diesem Land schon seit Jahrzehnten, wie gefährlich das ist, wenn es dann auf einmal losgeht und man gewisse Dinge verbieten möchte. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das war ja erst der Anfang. Jetzt geht es ja immer weiter. Es soll jetzt hier neben den Milliarden für die ganzen Bekämpfungsprogramme gegen rechts, wollen die Grünen hier, und zwar ein Parteibeschluss des Bundesvorstandes der Grünen, sie wollen hier wirklich das BMI noch weiter befähigen, um dir und mir vorzuschreiben, welches Denken uns erlaubt ist und welches Denken uns verboten ist. Und da muss man mal sagen, das, was wir denken, das ist das, was niemanden was angeht. Wenn wir das in Worte packen und formulieren, wie ich hier in der freien Meinungsäußerung nach Artikel 5, dann muss man aufpassen, dass man die strafrechtlichen Grenzen links und rechts beachtet und sie nicht überschreitet. Wenn man sie überschreitet, dann kann es mal wehtun oder es kann mal Geld kosten, je nachdem. Aber das, was ich denke, ist nicht unbedingt das, was ich sage. Es gibt gewisse Teile, die darf ich vermutlich nicht sagen, beziehungsweise das könnte außerhalb dieser Grenzen liegen, aber das Denken darf man mir nicht verbieten. Ich kann das für mich alleine denken. Das, was ich hier erzähle, das ist relevant. Und das wollen Sie aber jetzt auch verbieten. Sie wollen das ja kontrollieren, Frau Faeser schon im Kindergarten, denn da sagt sie, sind es die Eltern, die den Kindern Rechtsextremismus einbläuen. Und da muss man mal sagen, die Eltern, die vielleicht wirklich rechtsextremistisch sind, die schicken ihre Kinder meistens gar nicht in den Kindergarten. Es ist ja in diesem Land nicht zwingend vorgeschrieben, die Kinder wirklich in den Kindergarten zu schicken. Aber hier wird wieder Stimmung gemacht. Stimmung gegen die AfD, Stimmung gegen alternative YouTuber. Davon gibt es eine ganze Menge. Ich habe hier nur drei Stück genannt, aber die sind auch betroffen. Ich auch. Ob wir nun wirtschaftlich davon abhängig sind oder nicht, spielt hier gar keine Rolle. Es geht einfach darum, uns den Mund zu verbieten. Das ist Deutschland. Das ist Deutschland 2024. Ich grüße auch wieder die Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die hier wieder bestimmt irgendwelche Mitschriften anfertigen oder Datensammlungen anlegen. Wenn ihr sonst nichts zu tun habt, wir haben da draußen immer noch die SINA-Laptops, die weg sind. Dazu gibt es bald Neuigkeiten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist nämlich betroffen. Dann gibt es hier noch das Kalifats, also Muslim Interaktiv, die Kalifatsbrüder in Hamburg und so weiter und so fort. Wir haben genug Baustellen in diesem Land. Und ich bin sicherlich keine, für die man irgendwelche Mitarbeiter irgendwo abstellen muss. Damit bis bald.